Hallo meine lieben Blues und willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal mein neues PC-Setup, denn viele von euch haben in meiner Instagram-Story, da könnt ihr mir übrigens auch folgen, gesehen, dass alles komplett neu ist. Und wie ihr es auch hört, hier hallt es sehr, denn ich habe auch komplett alles an Möbel ausgetauscht. Wenn ihr eine Roomtour wollt, dann zeigt mir das, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Sieht ja alles komplett anders aus und viel, viel schöner als davor. Und bei meinem alten PC-Setup habt ihr mir viele, viele tolle Sachen empfohlen, unter anderem Tastaturen, Maus, was ich da alles Neues holen kann, Mikro. Vielen Dank, ich habe mich auch für was entschieden, das zeige ich euch gleich. Ich werde euch auch sagen, wie viel alles ungefähr gekostet hat. Unten in der Beschreibung ist jeder einzelne Artikel verlinkt. Wenn ihr irgendwas seht, was ich vergessen habe, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und unter anderem habe ich auch die Five Nights at Freddy's Mütze für euch gefunden und diese verlinkt. Und jetzt fangen wir mal an und ihr könnt auch gerne, wie gesagt, mir in die Kommentare schreiben, was für ein Mikro ihr mir empfehlen könnt, ein sehr gutes und ein Mischpult, denn das fehlt mir noch. Und das hätte ich gern und wir fangen jetzt mal an. Viele haben mich gefragt, warum hast du dein komplettes Setup ausgetauscht? Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, beziehungsweise keine Lust mehr hatte, Videos zu schneiden. Und dann habe ich das hinterfragt, warum das so ist. Und es lag tatsächlich einfach daran, dass es war ein kleiner Schweinestall. Also ich verlinke es euch nochmal unten, das Video. Ich finde, es war alles so unordentlich und nicht aufgeräumt. Jetzt habe ich halt das hier quasi als Ladefläche fungiert. Hier steht jetzt meine Switch, die brauchen wir ja eher als die ganzen anderen Konsolen. Die habe ich jetzt erstmal verräumt. Hier habe ich so einen kleinen Halter, weil die lagen bei mir auch einfach immer überall rum verstreut, die Autogrammkarten. Hier meine Oculus, immer griffbereit, alles angeschlossen. Und hier noch der Controller für die Switch, meine zwei Sensoren für die Oculus. Und dann habe ich das hier schön aufgeräumt und es liegt nicht irgendwo rum und rum gewurschtelt. Also falls ihr mal irgendwie demotiviert seid, guckt erstmal, wie euer Arbeitsplatz aussieht, weil das hat mir enorm geholfen. So, jetzt sind wir hier beim PC-Bereich angekommen und ihr seht vielleicht... dieses Holzteil. Ich finde das mega, weil die PlayStation war sonst immer auf dem kleinen weißen Schrank. Jetzt ist es einfach hier drunter verstaut. Hinten gehen die Kabel raus. Es ist einfach ordentlicher. Die PlayStation hat so mit ihrem Platz. Also ihr könnt somit einfach Platz, auch neuen Platz erschaffen und einfach den Bildschirm draufstellen. Ist wie gesagt auch unten verlinkt. Ich finde das mega gut. Die Idee habe ich nämlich beim Zoomers gesehen und dachte mir, geil. Ist eine geile Idee, weil die PlayStation hat mir einfach immer viel Platz weggenommen und bevor ich so irgendwie an eine Wand dran schraube, habe ich sie jetzt einfach hier untergebracht und gefällt mir sehr, sehr gut. Und apropos Mauspad, weil so viele Leute geschrieben haben, boah, dein Mauspad ist voller Make-up und war. Ja, ihr hattet recht, ich musste mir ein neues holen, das habe ich gemacht und das ist das Razer Mauspad, auch unten verlinkt, das leuchtet auch, gefällt mir mega gut. Hier ist das Razer Mauspad, es gefällt mir mega gut, hat auch hier wie gesagt so ein LED, muss nicht, aber sieht halt cool aus, wenn schon, denn schon. Und eine neue Maus, weil die fandet ihr auch fürchterlich. Die habe ich sogar noch damals von Acer bekommen, eine Predator Acer Maus, auch unten verlinkt, mega, mega gut. Kein Vergleich zu meiner alten, die war halt auch ja nicht wirklich funktionsfähig, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. So, dann kommen wir weiter. Ich weiß, so Kleinigkeiten, ich kann es nur jedem empfehlen. Ihr sagt vielleicht, oh, das ist ein bisschen Bullshit, aber eine kleine Halterung, weil bei mir war es wirklich so auf dem Schreibtisch, es lag einfach alles rum. Es lag alles rum und jetzt ist es strukturiert, auch durch den Autogrammkartenhalter, durch den Halter. Mein Handy hat sogar jetzt schon eigenen Platz hier. Ich wollte es einfach alles strukturiert haben. Und jetzt kommen wir zur Tastatur. Die habt ihr mir ja ewig empfohlen. Und das war die meistempfohlenste Tastatur. Und ich fand sie auch anhand der Beschreibung echt interessant. Ich habe mich für die Razer Black Widow Chroma V2 entschieden. Auch unten in der Beschreibung. Ich finde die auch cool. Man kann auch hier das Pad einfach abnehmen. Und da ist es mega geil, das hier einfach abzulegen. Gefällt mir sehr gut. Dankeschön für die Empfehlung an alle, auch für die ganzen anderen Empfehlungen. Ich hatte so viele Empfehlungen, also vielen Dank, dass ihr euch auch die Mühe gemacht habt. War echt richtig, richtig lieb. Dann, wie gewohnt, mein Stream Deck, was ich bald endlich einsetzen kann wegen meinem Internet. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Kann ich auch empfehlen für jeden, der streamt. Wenn ihr nämlich in einem Spiel drin seid und raustabben müsst, um eine Szene zu wechseln, so könnt ihr einfach auf das Stream Deck drücken und der wechselt für euch auf die Szene. Das heißt, ihr müsst nicht aus dem Spiel tabben. Ihr könnt da Alerts einblenden, Insider. Finde ich halt mega, mega cool. Also ich bin froh, wenn ich es endlich mal einsetzen kann. Für mich war es sehr wichtig, dass mein Arbeitsplatz einfach leer ist und nicht belagert ist oder unnötige Sachen rumliegen. Deswegen habe ich mir sogar einen
Headset-Halter geholt. Gibt's auch einen von Razer, sieht mega geil aus, aber ich dachte mir, der tut's auch. Auch unten verlinkt, kann ich eben empfehlen. Und ich benutze auch gerade noch mein Logitech, mein altes Headset. Ich habe auch hier noch eins von Acer, und zwar das gute Stück hier. Ist ein mega geiles Headset, werde ich auch benutzen, nur ich warte noch, bis das Headset den Geist aufgibt, dann werde ich das hier benutzen künftig. Ist auch unten verlinkt, wie gesagt, habe ich jetzt mal unten alles verlinkt, weil im letzten Video war ich sehr faul und alle haben gefragt, hey, wo hast du das her? Deswegen alles unten verlinkt. So, und dieses Mikro und dieses Mischpult würde ich künftig sehr gerne austauschen, wenn ihr da eine Empfehlung habt von einem guten Mischpult, am besten auch einer, der was mit Stimmverzerrung drin hat und ein gutes Mikro, was abgedichtet ist, weil ihr seht, hier ist kein Popschutz drauf und oh, ich weiß nicht, bin nicht so zufrieden mehr damit. Das war ein gutes Mikro, aber es ist langsam auch schon, glaube ich, fast am Ende. Es ist mir so oft runtergeflogen, also es liegt nicht am Mikro selbst, aber ich bin Schussel und es hat schon sehr stark gelitten. Deswegen wäre es echt cool, wenn ihr da mir irgendwas empfehlen könntet und am besten vielleicht auch gleich den Link reinhaut, das wäre am besten. Ich komme jetzt zu meinen Highlights, und zwar meinen neuen PC und meinem Softbox oder meiner Softbox-Lösung. Ich hatte nämlich immer Softboxen und ihr seht ja, ich habe hier begrenzt Platz. Und bei mir war es so, die Softboxen war zu nah dran, bei vielen Kollegen war es, die Softbox leuchtet nicht richtig aus und es sieht auch nicht so schön aus, finde ich jetzt. Und dann habe ich auch beim Zoomers gesehen, dass der da so Nano-Leaves hatte. Und diese Nano-Leaves sind einfach so geil. Es sieht erstens schön aus. Man kann tausend Sachen damit machen. Man kann alles perfekt ausleuchten. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, und zwar sind das die Dinger da oben. Da gibt es sogar eine extra App. Leider ist hier gerade ein bisschen hell, aber es ist gerade in einem blauen Ton. Und wenn ich nämlich abends das anmache, leuchtet mein ganzes Zimmer in voll den schönen blauen Ton. Ich natürlich, für mich sehr wichtig oder für mich eigentlich ausschlaggebend ist, dass ich es einfach weiß stellen kann. Jetzt ist es komplett weiß, es ist alles ausgeleuchtet, mein ganzer Greenscreen. Ich kann ja auch einstellen, wie hell es leuchten soll oder wie wenig. Es gibt tausend Farben, tausend Variationen. Die sind auch unten verlinkt, die kann ich echt jedem empfehlen, der sagt, ich habe mit Softboxen nicht so gute Erfahrung bzw. habe nicht so viel Platz. Die halten auch wunderbar, die kann man einfach mit Stripes, die sind dabei, so Klebestripes an die Wand kleben. Wie gesagt, ich bin mega zufrieden, Hammer, habe jetzt auch gesehen, immer mehr YouTuber benutzen die, mega, mega geil. Und hier ist jetzt mein neuer PC, ich habe einen neuen gebraucht, weil bei meinem alten war die Grafikkarte am Ende, die Ventilatoren sind ausgefallen, der hatte irgendwie alles auf einmal und der war jetzt, glaube ich, 5 Jahre alt und jetzt habe ich gesagt, okay, ich hole mir einen neuen, weil der hat jetzt auch SSD-Laufwerke, das war davor nicht so. Und ich kann euch jetzt mal alles sagen, was der so drin hat. Beziehungsweise ich blende es euch auch einfach mal ein. Er hat jetzt auf jeden Fall auch die Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX drin. Hier seht ihr auch mal das Laufwerk. Er hat 32 GB RAM. Also mit dem werde ich sehr gut arbeiten können. Vor allem auch mit 3D-Programmen, die bei mir sehr gut laufen müssen. Das ging jetzt auf dem alten PC gar nicht mehr. Das ist jetzt auf jeden Fall wieder möglich. Und ich kann endlich wieder ruckelfrei schneiden. Das war wirklich eine Tortur. Ich bin so glücklich und so happy mit dem PC. Und da kann ich jetzt wieder richtig tolle Videos für euch produzieren und tolle Streams. Und ja, mega happy. Es ging auch zum Glück schnell, der Austausch. Ich habe auch alle Daten übertragen können, soweit es ging. Und ja, jetzt bin ich froh, dass es rum ist, weil das war echt ein richtiger Stress. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben, beantworte ich euch gerne. Und ich weiß, die Grafikkarte ist momentan ausverkauft. Ich habe Glück gehabt, dass sie noch einen Anbieter hatte und habe sie somit noch erhalten. Und ich glaube, das war dann auch die letzte, die es dort noch gab. Aber die soll ja bald wieder da sein. Aber ja, Glück gehabt. Ja, und wie ihr seht, habe ich mir jetzt auch hinten noch so ein paar kleine Sideboards aufgestellt. Falls ihr auch Sideboards sucht, die nicht zu breit sind, habe ich von Desenio. Habe ich euch auch mal unten verlinkt. Die sind nämlich ganz schmal und man kann, gut, jetzt die von Cyberpunk steht ein bisschen über, sieht man aber frontal nicht, weil ich habe nicht so viel Platz. Und ich habe ja noch einen Greenscreen von Elgato, den man hochziehen kann. Das zeige ich euch gleich. Deswegen war es mir wichtig, da ich nicht so viel Platz habe, dass ich da nicht zu viel in die Breite gehe mit dem Brett. Und da stehen so wie meine Lieblingsfiguren drauf und natürlich auch mein Button, den ich euch zu verdanken habe. Und nicht zu vergessen, der süße Pac-Man, der in verschiedenen Farben leuchtet, den brauche ich unbedingt. Denn wenn ich mal mit euch einen Talkstream mache, möchte ich gerne, dass der Hintergrund schöner sieht und mal kein Greenscreen da ist. Hier unten ist jetzt noch mein Elgato Greenscreen, den kann ich dann einfach hochziehen. Der
Elgato Greenscreen habe ich damals schon gesagt, den kann ich euch empfehlen, weil dann habt ihr nicht irgendwie so ein hässliches grünes Leinentuch, sondern den kann man immer runterklappen und wie gesagt, war für mich jetzt die perfekte Lösung. Ich habe hinten ein schönes Regal mit Zeugs. Wenn ich jetzt aufnehmen und eben Gaming-Material aufnehmen, kann ich einen Greenscreen hochmachen. Wenn ich mal ein Vlog- oder Talk-Video mache, mache ich es runter, habe einen Hintergrund. Und ich fühle mich jetzt hier so wohl. Es ist so schön, es ist so aufgeräumt, es ist so viel Platz. Also falls ihr mal irgendwann das Gefühl habt, ey, irgendwie habe ich keine Lust zu arbeiten, überlegt, ob es vielleicht auch an euren Arbeitsplatz liegt, dass der euch zu unordentlich ist oder irgendwie ein Platz ist, an den ihr eigentlich gar nicht hinwollt. Und das merkt man unterbewusst dann erst richtig. So war es bei mir. Und ja, jetzt bin ich mega happy. Ich brauche nur noch ein neues Mikro und dann bin ich eigentlich komplett, weil meine Soundqualität gefällt mir momentan nicht mehr so. Gerne in die Kommentare schreiben und empfehlen. Wenn ich irgendwas vergessen habe zu verlinken, wie gesagt, die Five Nights at Freddy's Mütze ist jetzt auch unten. Und zwar rede ich von diesem Exemplar hier, ist jetzt auch verlinkt. Und falls euch irgendwie diese Five Nights at Freddy's Figuren irgendwie interessieren sollten, fragt mich. Ich sage euch dann gerne, wo es immer war oder wo ich es her habe. Und jetzt kommen wir mal zu der meistgestellten Frage, wie viel hast du für alles insgesamt ausgegeben? Ich muss sagen, ich wusste es tatsächlich selber nicht, weil ich habe das ja alles nach und nach gekauft. Ich habe nicht alles auf einen Schlag neu gekauft. Ich habe jetzt mal alles für euch grob zusammengerechnet. Geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie anzugeben oder sonst was. Ich brauche einen sehr leistungsstarken Rechner, allein für die 3D-Programme. Wenn man damit viel Shadern rausrendert, ist es wichtig, dass der flüssig läuft. Und alles, was jetzt ich unten verlinkt habe, ihr könnt jetzt im Prinzip auch selber ausrechnen, was ja auch schon einige gemacht haben und relativ nah an den Betrag kamen, den ich auch ungefähr rausbekommen habe, war es jetzt mit allem, was ich euch gezeigt habe, so um die 9.500 Euro bis 10.000 Euro. Wie gesagt, man kommt doch mit deutlich weniger klar. Für mich war es, wie gesagt, auch wichtig, dass ich auch hier weiterhin meinen privaten Job gut nachgehen kann, ohne Probleme. Und deswegen muss der Rechner einfach super sein und darf nicht wieder in den nächsten 5 Jahren am Ende sein. Und ja, das ist im Prinzip der Betrag. Wie gesagt, ihr hättet es auch selber ausrechnen können. Einige haben es sich auch schon selber ausgerechnet, was es ungefähr kostet. Sind sogar noch auf irgendwie viel mehr gekommen. Und ich dachte mir, oh Gott, da werden gerade Preise genannt, was mein Setup wert ist. Da muss ich, glaube ich, mal den Leuten sagen, was es wirklich wert ist. Und ein bisschen runterschrauben, weil die da mit Beträgen ankamen, wo ich dachte, oh Gott, wenn die irgendwie in die Welt getragen werden. Das kennt ihr allein daran, wenn man sagt, wie viel YouTuber anscheinend verdienen. Und ist einfach absolut unrealistisch ist, was viel zu viel ist, dachte ich, mache ich es mal und sage es einfach, wie es ist. Und ja, jetzt wisst ihr es. Unten ist auch, wie gesagt, alles verlinkt. Im Prinzip könntet ihr es auch selber nachrechnen, circa. Und ja, dann sage ich ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr Empfehlungen habt oder könnt auch gerne mal euer Setup ein bisschen vorstellen in den Kommentaren, finde ich auch immer sehr spannend. Und ja, wenn ihr eine Roomtour wollt, nach der jetzt auch sehr viele Leute fragen, weil die schon eine Story gesehen haben, es hat sich ja alles verändert, Daumen nach oben und dann mache ich das eventuell. Und ja, dann sage ich wie immer, Ade mit E, war schön.